Hallo allerseits und willkommen bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute fühle ich mich sehr geehrt, euch Ole Damegaard präsentieren zu dürfen. Wahrheitssuchender, Codeknacker, Friedensstifter, Autor, internationaler Redner und führender Spezialist für False Flag Operationen. Er hat 30 Jahre seines Lebens der Untersuchung von globalen Verschwörungen gewidmet, wie zum Beispiel die Attentate auf John F. Kennedy, Martin Luther King, John Lennon und Lady Di, wie auch den Terrorattacken von 9/11, Norwegen, Oklahoma City und vielen, vielen mehr. Heute freue ich mich darauf, mit ihm über False Flag Operationen im Allgemeinen zu sprechen und darüber, wie wir verhindern können, dass solche geplanten Massaker weiterhin künftig geschehen. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. FreeSpirit TV ist eines von mehreren Projekten des FreeSpirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das FreeSpirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. So wie Norwegen, welches gerade dabei war, bei den Bombardierungen von Libyen auszusteigen, als die Massenschießerei von Utøya passierte. Verstehst du? Wenn du versuchst, aus der NATO auszutreten, werden sie kommen und dich verhauen. Denn wenn Norwegen ausgetreten wäre, wäre auch Dänemark ausgetreten. Und das hätte Teil einer großen Sache werden können. Also schlagen sie dir auf die Finger. Oder wenn du dich gegen Israel auflehnst. Das ist immer gefährlich, oder? Benjamin, Mr. Terror persönlich. Netanyahu hatte, glaube ich, 25 Standing Ovations im Kapitol. 25! Obama hatte maximal 15. Ich meine, wenn die Schweiz ihren Premierminister zum Weißen Haus aussenden würde, würde überhaupt jemand erscheinen? Ich denke nicht. Oder Dänemark? Würde jemand kommen? Ich denke nicht. Warum Standing Ovations vom US-Kongress? 25. Das sagt etwas aus. Und das ist der jetzige Zustand der Welt. Alles ist auf den Kopf gedreht. Was uns gesagt wird, dass es gut sei, ist schlecht. Was uns gesagt wird, dass es schlecht sei, ist gut. In etwa so. Ich sollte der Polizei vertrauen. Ich sollte mich total sicher fühlen, wenn ich über die Grenze gehe. Tue ich nicht. Grenzen sind so etwas wie, bitte begleiten Sie uns. Und bye-bye, Mr. Dänemark. Oder ich bekomme für immer einen schönen orangenen Overall und freie Mahlzeiten. Wohingegen ich den Hells Angels vertraue. Ich vertraue Gangmitgliedern. Ich vertraue Gefängnisinsassen. Es ist so verdreht. Ja, es ist eine Zeit der Täuschung und Verwirrung, richtig? Das ist es. Was können wir tun, wir Menschen? Gibt es etwas, was ein Einzelner tun kann, um so etwas zu verhindern? Ja. Was würdest du vorschlagen? Wenn du Teil der Vorbeugung sein möchtest, dann lerne die Methoden. Ich habe eine Präsentation gemacht, auf die ich sehr stolz bin. Sie nennt sich Terror, willst du mich verschaukeln? Ich liebe diesen Titel, denn das trifft es genau. Du kannst es auf YouTube sehen, obwohl sie jeden Tag versuchen, es abzuschalten. Aber ich lade es jedes Mal an anderen Stellen hoch. Im Original heißt die Präsentation Terror, Are You Kidding Me? Wo ich genau analysiere, wie es gemacht wird. All die verschiedenen Aspekte. Es ist wie, werde ein Meisterkoch. Also, wie benutzt man Gewürze? Was braucht man, um dieses Gericht zuzubereiten? Dies ist ein Terrorgericht. Wie bereitet man es zu? Man macht es so und so. Man kann den Geschmack verändern oder die Form. Es ist immer noch dasselbe. Und das ist es. Und je mehr man bewusst wird, wird dies hoffentlich Teil davon werden, den Bann zu brechen. Denn wir befinden uns im Bann der Angst.
Wenn du einen Zauberer beobachtest und der Zauberer macht ein Kaninchen, dann meinst du, meine Güte, das ist Magie. Dann, je öfter du die Show siehst, deine Position änderst und jedes Mal woanders sitzt, wirst du eines Tages erkennen, oh mein Gott, er macht es hinter seinem Rücken. Er macht es mit dieser Hand und ich schaue auf die andere. Von der Sekunde an wirst du beim nächsten Mal, wenn er auch nur anfängt, sagen, ach, come on, ich weiß, was du machst, ich kann es sehen, hör auf. Dasselbe mit diesen Dingen. Es ist Täuschung. Und sobald wir es sehen, boom. Und so versuche ich, Millionen aufzuwecken. Ich weiß, ich habe das bereits. Ich bin nur ein einzelner Mann. Aber wenn du dir die Klicks anschaust, ich habe Millionen Klicks. Sagen wir, bei jedem Dritten hätte es etwas bewirkt wie, wow, ich beginne es auch zu sehen. Diese Person wird es jemand anderem sagen und dann wieder einem anderen. Und das fürchten sie. Und deshalb werden diese mutmaßlichen Attentate auch so hochgetrieben, weil immer mehr Menschen sich dessen bewusst werden. Sie müssen uns in den Käfig bekommen, damit sie uns einschließen und den Schlüssel wegwerfen können. Das ist ihre Absicht. Ich sage, auf gar keinen Fall wird das passieren. Also gibt es einen Weg daraus. Yay, baby. Dies ist eine wunderschöne Zeit. Dies ist eine schöne, unheimliche, intensive, grauenerregende, wunderbare, sich entwickelnde, transzendierende Feier des Mutes und der Entschlossenheit. Ich liebe es. Ich habe bei Zeiten eine Scheißangst. Ich liebe es, denn wenn wir es auf eine schöne und gewaltlose Art machen, könnte die Welt in ein Paradies transzendiert werden. Weißt du, der Bürger von Boston oder andere Serienmörder konnten eine ganze Stadt in der Größe von New York in Schrecken halten. Das ist ein Mann mit einem Messer. Komm schon, das ist doch keine große Sache. Eine Person. Hier haben wir eine kleine Gruppe absoluter Psychopathen, die es nicht besser wissen. Also kann man ihnen nicht die Schuld geben. Du kannst dir nur selbst die Schuld geben. Wie kann ich denen das immer und immer wieder abkaufen und es glauben? Also wirklich, wir sollten uns... Das ist wie 34 Mal Rambo schauen und immer noch ein anderes Ende erwarten. Wird Rambo es schaffen? Wird er gewinnen? Rambo, Allahu Akbar, der Koran, sie lassen den Pass zurück. Ehrlich? Es ergibt keinen Sinn. Immer und immer wieder. Und wir dann, oh, sie haben den Pass gefunden. Ist das nicht unglaublich? Nein, ist es nicht. Es ist Schrott. Aber sie müssen es reindrücken, damit wir keine Zeit haben, abzukehren. Die Sache ist also, werde furchtlos. Finde Wege, die Angst loszulassen. Das Schöne an Angst ist, kannst du Angst in der Luft greifen? Hast du jemals Angst angefühlt? Hast du sie gesehen? Sie ist nicht da. Sie ist nicht real. Sie ist hier drin. Also wie machen sie dir Angst? Indem sie dort reinkommen. Wie kommen sie dort rein? Meistens über die Medien, Fernsehen, Filme, Musik, Zeitschriften, Werbespots, all diese Art von Dingen. Das Wunder moderner Technologie ist die Fernbedienung. Und dort gibt es diesen fantastischen Knopf, der normalerweise rot ist und auf dem Aus steht. Du drückst dort drauf und es ist ein Weg raus. Denn dieser wunderbare Smart-Fernseher, alles, was sich smart nennt, ist anders. Drehe es um. Das richtige Wort wäre böse. Es sollte böser Fernseher heißen, böses Handy, böser Kühlschrank, böses so und so. Das wäre die richtige Beschreibung dafür. Es wurde aus Bösem gemacht, um dich zu kontrollieren. Deshalb würde ich sagen, lass alles Böse los. Schalt das Ding aus, was sich in deinem Wohnzimmer befindet und wovor du deine Kinder setzt. Auch ich bin schuldig. Es ist ein Babysitter. Es ist schön. Es kümmert sich um deine Kinder. Sie werden lediglich für immer hirnverkackt sein. Lass es so, damit du eine weitere Pause hast. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Schalt die Medien aus. Hör auf Mainstream-Medien zu schauen. Es war einmal in Ordnung, aber jetzt haben sie es übernommen.
Man kann sehen, wer sie besitzt. Ich glaube, in den USA sind 96% oder 97%, ich will jetzt nicht sagen 99%, aber ich glaube, es sind so viel, in den Händen von nur 6 Konzernen. Und diese Konzerne arbeiten auch zusammen. Und das nicht nur beim Fernsehen, sondern auch bei Verlagen, Buchverlagen, Zeitschriften, Radiosendern. Alle in den Händen von denselben 6. Großartig. Wenn es Mahatma Gandhi und sein Onkel und seine Frau oder was weiß ich wären, wäre es für mich in Ordnung. Aber wenn diese Person der Enkel von Al Capone ist oder von Ted Bundy, frage ich mich, kann ich dem vertrauen? Die Antwort ist absolut nicht. Kannst du nicht. Und wenn du recherchierst, wie die CIA arbeitet, einige Dinge, worauf sie sich konzentrieren, ist Intelligence, wie sie in deinen Kopf reinkommen. Und wie David Attlee Phillips einmal sagte, welcher der Direktor für verdeckte Operationen in der westlichen Hemisphäre war, er sagte, ich kann mehr Menschen mit meiner Schreibmaschine umbringen als eine ganze Armee. Du schreibst, du veröffentlichst es, es ist toll gedruckt mit einem schönen Cover und einem Jingle im Hintergrund. Es kommt bei dir rein. Deshalb sage ich, beende diesen Einfluss und werde dir bewusst, dass Angst nur auf die Zukunft gerichtet ist. Sie ist nicht hier. Es ist nicht, als ob es wäre, oh, das ist Angst. Das ist es nicht. Sie ist nur hier. Das bedeutet auch, dass man sie kontrollieren kann oder ein Opfer davon werden kann. Du hast die Wahl. Und wie kontrollieren? Mein Segen war Raja Yoga, die Wissenschaft des Geistes, welches keine Religion ist, sondern vielmehr eine Philosophie. Aber es ist mehr wie eine Anleitung, mit dem Verstand umzugehen. Es ist eine 50.000 Jahre alte Philosophie oder Bedienungsanleitung. Es ist wirklich wie ein Handbuch, wie man in bestimmten Situationen mit dem Verstand umgeht. Im Yoga sagt man, der Verstand ist wie ein betrunkener Affe, von einer Biene gestochen auf LSD, der zu allem fähig ist, wenn du nicht die Zügel ziehst. Willst du vom Verstand kontrolliert werden oder willst du den Verstand kontrollieren? Das ist also das, was mir geholfen hat. Denn hier oben lebe ich meistens in einer sehr friedvollen Welt, weil ich in der Lage war, die Zügel zu ziehen. Harte Arbeit. Unmöglich? Nein. Es ist Übung, richtig? Es ist Übung. Aber was auch immer für dich funktioniert, das nächste Mal, wenn so etwas passiert, anstelle von Erschrecken, gehe einen Schritt zurück, gehe spazieren, umarme einen Polizisten, streichle einen Hund, umarme einen Baum, rieche die Blumen, komm wieder ins Gleichgewicht und dann schalte es wieder ein und sage dir, okay, was ich hier gerade sehe, gehe einen Schritt zurück und sieh es von dem Standpunkt, den wir besprochen haben. Wie ist die Operation? Was ist die Lösung? Hier ist offensichtlich das Problem. Boom. Was immer es ist. Mein Gott, hier sollte ich Angst haben. Frage dich selbst, wer profitiert davon, dass ich das glaube? Wer profitiert davon, dass ich Angst oder was auch immer habe? Und warte auf die Lösung. Warte sie einfach ab. Heutzutage sage ich dir, du schaltest ein. Problem, Reaktion, abwarten. Abwarten, denn sie wollen dir keine Gelegenheit geben, den Kanal zu wechseln. Sie haben keine Zeit, dass dir langweilig wird, also hauen sie es einfach rein. Boom und danke. Und wer hat es gesagt? Danke, an dich erinnere ich mich. Häkchen, Häkchen, Häkchen. Und wir sind wieder bei dem, was man die neue Weltordnung sind. Mal wieder. Globale Kontrolle. Ein Eine-Welt-Faschistenstaat. Eine-Welt-Digitalwährung. Sehr gefährlich. Man beseitigt Bargeld. Derjenige, der den Chip kontrolliert, kontrolliert dich. Schau dir Schweden an. Es ist jetzt alles bargeldlos. Entsetzlich. Sie haben negative Zinsen. Du musst die Bank bezahlen, damit sie dein Geld nimmt. Eine Weltarmee darauf zu achten, dass du dich nicht verteidigst. Eine Weltreligion. Man versucht, alle Religionen zu zerstören. Und keine Nationen. Das versuchen sie gerade, alle Nationalitäten aufzulösen. Nationale Identität, die Rasse, das Geschlecht. Ich meine, wie viele Geschlechter gibt es? Ich dachte mal, Mann, Frau. Wie naiv war das denn? Ich glaube, wir sind inzwischen bei 98. Wir sind wirklich auf dem neuesten Stand. 98? Ich meine, wem fällt sowas überhaupt ein? Hast du schon vom gleitenden Geschlecht gehört? Das ist so, du wachst am Morgen auf und denkst, heute fühle ich mich weiblich. Ich werde eine Frau sein.
Nenn mich Olivia. Und morgen? Wer weiß. Ich wache auf und vielleicht bin ich trans. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich schwul. Es ist bizarr. Es ist wahnsinnig, ja. Und alles dient dazu, unsere Körper aufzulösen und zu zerstören. Und unsere Natur. Auch die Natur. Das meine ich mit auf dem gesamten Spektrum. Und diese Impfstoffe, ich sage dir, schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe 3 Kinder. Keines wurde jemals geimpft. Die Jungs, die Zwillinge, sind jetzt 25 und waren insgesamt vielleicht 3 Tage krank. Meine Liebste, nie geimpft. Unglücklicherweise wurde ich in jungen Jahren geimpft. Ich weiß also, dass einiges davon in mir herumschwimmt. Besonders das SV40. Keine guten Nachrichten. Wenn irgendjemand mit einer Nadel meinen Kindern oder Liebsten zu nahe käme, ich würde kämpfen, als kämen sie mit einer Machete. Das ist genau das Gleiche. Und diese Firmen, man muss sich einmal anschauen, wer die besitzt. Das sind Kriegsverbrecher, schreckliche Individuen. Sie sind verbunden. Big Pharma, der militärisch-industrielle Komplex und die Ölindustrie. Es sind alles dieselben. Und man kann sie nicht verklagen. Sie sind nicht verantwortlich. Sie werden nicht überprüft. Also ich frage dich, wenn ich einen Horrorroman schreiben würde, da gibt es einen Mann in Zürich in einem weißen Kittel und er bekommt Opfer in die Hand. Und er injiziert ihnen Quecksilber, Formaldehyd, alle möglichen bizarren Viren, Tierviren, in seine Opfer. Die Leute würden sagen, oh, das ist entsetzlich, grausam. Nein, das ist genau das, was jetzt passiert. Aber sie haben einen Titel, wie Dr. So und So, welcher pro Injektion bezahlt wird und der alle möglichen schönen Reisen bekommt und Konferenzen in Florida oder Jamaika oder wo auch immer, pro Injektion. Und die Krankenschwestern denken, was sie tun, ist korrekt. Und die Eltern denken, das, was sie tun, ist korrekt, aus Liebe zu ihren Kindern. Und sie zerstören sie. Es ist so entsetzlich grausam. Weil es alles auf Angst basiert, wie du vorher schon gesagt hast. Ihr seid schlechte Eltern, wenn ihr nicht. Ich frage dich Folgendes. Wenn du Angst vor einer Krankheit hast und du wurdest geimpft, was sollte es dich kümmern, wenn ich nicht geimpft bin? Du bist doch bereits sicher. Du bräuchtest dich überhaupt nicht zu sorgen. Also worum geht es bei diesem Pflichtding? Die Sache ist, dass in Spanien, wo wir leben, unsere Tochter eine Impfung bekommen sollte, damit sie eine öffentliche Schule besuchen kann. Jetzt unterrichten wir sie seit Jahren zu Hause, aber ansonsten dürfte sie nicht. Normalerweise lüge ich nicht. Ich habe mir die Zähne ausgelogen. Ich habe immer und immer wieder gelogen. Ich kann die Papiere nicht finden, sie wurde geimpft, aber ich kann sie nicht finden. Und am Ende haben sie es sein gelassen. Denn was ich auch herausgefunden habe, ist, dass die Schulen mindestens 90% geimpfte Kinder haben müssen, um Förderungen zu bekommen. Die Regierung sagt also, ihr müsst dafür sorgen, dass alle geimpft sind, ansonsten werden wir euch nicht bezahlen. Die Schulen sind sich dessen nicht bewusst. Sie sagen nur, wir müssen alle Kinder impfen und verstehen nicht, was läuft. Die Krankenschwestern verstehen nicht, was läuft. Die Ärzte sind sich nicht bewusst, was da drin ist, werden jedoch bezahlt, es zu machen und nicht getestet. Nein, es ist überhaupt nicht getestet, zumindest nicht langzeitlich. Wie lange würde es dauern, es zu testen? Sie pumpen es einfach raus. Und was würdest du sagen? Ich fühle, dass auch du ein spiritueller Mensch bist, so wie du redest. Was meinst du, ist die spirituelle Lektion, die wir derzeit alle zu lernen haben? Liebe, Liebe, Liebe. All you need is love. Und Mut und Bewusstheit und Verständnis. Nicht gerade leicht, aber wie eben im Labor, wo die niedrigen Frequenzen ausgelöscht werden, wird Angst vor Liebe ausgelöscht. Der Grund, weshalb uns diese dunklen Mächte ängstlich halten wollen, ist, weil sie uns dort kontrollieren können. Sie brauchen uns schlotternd, mit dem Stiefel auf unserem Kopf, im Schlamm, gebeugt, aufgebend, ohne Energie, völlig von Schulden überhäuft, ohne verbliebene Kraft. Nebenbei Hypotheken,
oder auch Mortgage. Weißt du, was das heißt? Französisch Mortage, Todeskäfig. Das ist eine sehr nette Bezeichnung für eine Hausanleihe. Es ist vor unserer Nase. Es gibt Regierung, italienisch Governmente, was Bewusstseinskontrolle bedeutet. In anderen Ländern Regering bedeutet Herrscher. Die Regierung, Herrscher? Nein, wir. Die sollten uns dienen. Sie sagen es uns ins Gesicht. Wir sind die Herrscher. Und das tun sie. Wie auch immer. Nicht, dass ich christlich wäre, aber ich denke, dass Jesus ein Superhacker war. So wie ich es sehe, hat er es verstanden. Er hat die Matrix geknackt. Er hat das ganze Ding verstanden. Und er sagte, was immer auch das Problem ist, und er war nicht der Einzige, Buddha und verschiedene andere dieser aufgestiegenen Individuen oder Spirituellen sagten, was immer auch das Problem ist, begegne ihm mit einer höheren Frequenz. Und wenn du schon dabei bist, warum begegnest du ihm nicht mit der höchsten? Begegne ihm mit Liebe. Begegne ihm mit Liebe. Das ist es. Wenn wir in die Angst gehen, wenn wir in Hass gehen, wenn wir in Gewalt gehen, sind wir verloren. Es würde nur immer weiter und weiter gehen. Die Sache ist also, diesen Dingen von Angesicht zu Angesicht mit Liebe zu begegnen. So wie ich es vorher beschrieben habe. Begegne ihnen. Liebe. Segne die Hölle aus ihnen heraus. Wörtlich. Segne die Hölle aus ihnen heraus. Ich verstehe. Ja, das macht Sinn. Ich habe das neulich in einem Film gesehen. Gott ist im Recyclinggeschäft. Er macht aus Müll Müllmänner. Wir haben also diese dunklen Mächte. Und ich habe dieses wunderschöne Gebet, mit welchem ich jedes Mal abschließe. Wieder eins von Nelanie. Ich habe es ein wenig abgeändert. Und es geht so. Möge das gesamte Universum mit Frieden und Freude erfüllt sein, Liebe und Licht. Möge jeder, und besonders jene, die uns verletzen, mit Frieden und Freude erfüllt sein, Liebe und Licht. Möge das Licht der Wahrheit alle Dunkelheit überwinden und somit das Licht siegen. Wir müssen auch sie heilen, das ist es. Es ist so einfach zu hassen, aber wenn wir sie hassen, sind wir in ihrem Spiel. Wundervoll, danke. Mein absolutes Vergnügen. Wir sind jetzt beinahe am Ende unseres Interviews angelangt. Und am Ende unserer Interviews gibt es immer ein paar Satzanfänge, welche wir unsere Gäste bitten, spontan zu vollenden. Möchtest du mitspielen? Leg los. Wahrheit ist? Wunderbar. Köstlich. Köstlich, das ist ein gutes Wort. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich bin tief verliebt in Wahrheit. Ich bete Wahrheit an. Wahrheit fürchtet keine Ermittlung, keine Kritik. Sie steht einfach da. Sie ist total mühelos. Es braucht keine Energie für Wahrheit. Verschwörungen sind höllisch schwer in Gang zu halten. Es braucht so viel Energie von Lügen, über Manipulation, Angst und Paranoia, nur um sie einen Schritt weiterzubringen. Oh mein Gott, hat er das gesagt? Ich meine, wir haben uns doch darauf geeinigt. Oh mein Gott, und nun redet er. Oh, und nun, wir müssen ihn zum Schweigen bringen. Boom. Oh nein, seine Familie ist auch hinter uns her. Weißt du, die Wahrheit steht. Es ist wunderbar. Ich bin so verliebt in die Wahrheit. Wahrheit ist nicht immer leicht zu finden, aber sie ist das Führungslicht in meinem Leben. Ich bin nicht hier, um irgendetwas zu beweisen. Ich möchte nur die Wahrheit über diese Dinge finden. Die Menschen müssen? Nichts. Man sollte nichts müssen. Lass das Müssen weg. Ich würde den Menschen empfehlen, raus aus dem Verstand in ihr Herz zu gehen. Man nennt es auch die längste Reise. Aber das Herz weiß, dass wir mit diesem GPS geboren wurden. Innen drin weißt du, wenn du diesen Hund trittst, nicht gut. Wenn du zu diesem Menschen gut bist, fühlt es sich gut an. Du hast es in dir. Dann werden wir vom Leben verkorkst. Von anderen Menschen, die verkorkst wurden von ihren Eltern, die total von ihren Eltern verkorkst wurden und so weiter. Also geht dort raus, denn der hier kann dir alles erzählen, macht dich fähig zum Massenmord, was auch immer.
Wenn du den hier locker lässt, hast du ein Problem. Geh hinein ins Herz. Das ist es. Das sollte dich kontrollieren. Und lass dich von deinen Gefühlen führen. Ich denke, die Gefühle sind ein Leitsystem vom höheren Selbst. Es ist fast wie in einem Computerspiel, wo wir die Spielfiguren sind. Ich habe ein Buch geschrieben, Remind Me, Re-Mind Me. Es geht darum, wie ich es mit der Matrix sehe und die Art, wie sie strukturiert ist. Und es ist wie in einem Computerspiel, dieses Künstliche, was auch immer es ist, Traum, ich weiß es nicht. Aber viele dieser großen Religionen und Philosophen reden über das höhere Selbst, mit welchem wir gleichzeitig verbunden sind. Ich denke, dass es irgendwo einen größeren Ole gibt, der ich bin und der mich spielt. Aber es wäre zu leicht. Das Spiel wäre sofort vorbei, wenn wir miteinander reden könnten. Denn ich würde mir sagen, ach komm schon, es ist doch so offensichtlich. Bist du denn so dumm? Beweg dich, mach, tu. Und dann wäre es überhaupt nicht mehr interessant. Game over. Aber er, wer immer das hier alles gestaltet hat, hat es so eingerichtet, dass wir nur über Gefühle miteinander kommunizieren können. Und wofür wir hier sind, ist für uns alle dasselbe. Es geht darum herauszufinden, was wir hier sollen. Bin ich hier, um ein Bäcker zu werden? Ich denke nicht. Oder ein Unfall in der Küche? Offensichtlich sollte ich nicht dort sein. Folge der Gänsehaut. Die Karte ist das, was dir Gänsehaut macht. Nicht einfach. Es wird dich in schwierige Situationen bringen. So wie ich gerade mein Dharma vollziehe. Vor Jahren habe ich noch gezittert und geweint, wenn ich vor Leuten sprechen musste. Ich wäre lieber gestorben. Ehrlich, ich hatte so eine Angst davor. Und jetzt schau mich an. Das zeigt nur, dass wenn du durch diese Horrortür gehst, du dich einfach ausdehnst. Die Leute sollten also nichts weiter tun, als tief zurück in ihr Herz zu gehen. Ich empfehle das nur. Ich urteile nicht. Ich sage nur, bei mir funktioniert es. Und hör auf dein Gefühl. Ich sage dir, wenn du deinen Weg verlässt, wird es dir das mitteilen, wie ein Echolot. Wenn du dich gut fühlst, wenn du stark und mitfühlend bist, bist du auf dem Weg. Wenn du voller Energie bist, bist du auf dem Weg. Wenn du beginnst, frustriert, ärgerlich oder depressiv zu werden, all diese sogenannten negativen Gefühle, es liegt zwar an dir, aber dort drüben ist ein besserer Weg. Wenn man die Menschen fragt, die sich nicht wohlfühlen, sie sind vom Weg abgekommen, sie wissen nicht wohin, also finde die Gänsehaut. Auch wenn es dich herausfordert, es ist dein Weg. Unser System braucht? Unser System muss verschwinden. Ich meine, ernsthaft? Weißt du, gerade vor einem Monat war ich Redner in Acapulco in Mexiko und die Leute erklärten mir Anarchie. Ich dachte immer, Anarchie wäre eine Art gewalttätiges Chaos. Das habe ich gedacht. Das ist es aber absolut nicht. Es ist Leben mit Regeln, aber ohne Herrscher. Ich dachte, das mag ich. Ich mag das auch. Folge den Regeln deines Herzens. Keine Herrscher. Die können einfach verschwinden. Denn ihr Ziel ist Dominierung. Ich will nicht dominiert werden. Zischt ab, werdet lebendig. Lasst uns in Ruhe. Das sage ich. Wenn ihr jemanden versaubeuteln wollt, versaubeutelt euch selbst. Wir können euch eine Insel geben, einen wunderschönen Ort. Ihr könnt Psychopathen sein, Spielpsychopath, satanische Sachen, was immer ihr wollt. Aber macht das untereinander. Packt ein paar Sadisten zusammen und veranstaltet Massaker. Super, und lasst uns in Ruhe. Ich habe eine Dokumentation gesehen, wo ein Fernsehteam um die Welt gereist ist. Und sie haben Menschen aller möglichen Religionen, Rassen und Hintergründen gefragt, was willst du vom Leben? Als sie es verglichen, sagten 95% mehr oder weniger das Gleiche. Sie möchten in Frieden leben. Sie möchten glücklich sein. Sie möchten ihren Kindern ein großartiges Leben ermöglichen. Bildung. Sie möchten gute Freunde, gelegentliche Feiern, nicht zu viel arbeiten, frei sein, kreativ sein, einfach nur in der Lage sein, sich selbst auszudrücken. 95%, egal ob schwarz, Hindu, Sikh, was du willst.
Dann 5% Politik, Sport, Religion. Was war es noch? Das war es eigentlich. Das sind die Sachen, die wirklich nerven. Es sind nur 5%. Das ist großartig. Das sind nicht viele. Ich war einmal auf einem Workshop von einem Paar. Sie hatten den schwarzen Gurt in Aikido. Kriegsrecht. Kampfsport. Kriegsrecht. Es war ein Workshop für Paare, für Beziehungen. Aber es war Kriegsrecht. Kampfsport. Was sage ich hier? Sie machen also diese ganzen Übungen. Aber es ging um Beziehungen und wie man miteinander umgeht. Und ich dachte, das ist super interessant. Und dann gab es eine Übung, wo er mich gegen die Wand drückte. Ein muskulöser Typ, sehr kräftig. Und er fragte mich, wie ist deine Lage jetzt? Und ich sagte, ich stecke fest. Und er sagte, tust du das wirklich? Und ich sagte, ja. Und er fragte, wie groß ist der Teil von dir, der feststeckt? Sind es 90%? Und je länger ich das betrachtete, merkte ich stecke nur hier fest und hier, was so gut wie nichts ist, selbst wenn dort viel Kraft auf mich wirkte. Also sagte er, befreie einmal deinen Geist, sieh es nicht als Problem und tanze einfach dort heraus. Und ich sage dir, diese großen Jungs konnten uns nicht festhalten. Sobald du den hier oben loslässt, und so viele andere sind eingekerkert von so kleinen Dingen. Ich bin blockiert, ich bin eingeschlossen, ich stecke fest. Wie sehr steckst du fest? Das ist eine gute Frage. Du bist gesund, du hast ein Haus, du hast einen Partner, vielleicht hast du Familie, vielleicht hast du zwei Beine, zwei Augen. Das ist doch unglaublich. Es gab diesen Boxer, Reuben Hurricane Carter, welcher zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Lebenslang sogar. Für einen Dreifachmord, den er nicht begangen hatte. Er war ein Boxer, ein professioneller Kämpfer, sehr gut. Es gibt auch einen Film von Denzel Washington über ihn. Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen, nachdem er es geschafft hatte, herauszukommen. Da war ein junger Bursche von 17 Jahren, der es geschafft hatte, ihn aus dem Gefängnis zu bringen. Und wie er es im Film sagte, Hass hat mich hier reingebracht, Liebe hat mich wieder herausgeholt. Aber es gab dieses Interview mit Oprah. Und dieser Mann ist einfach wunderschön. Seine Augen sind... Denn dieser Mann verbrachte die Zeit damit, sich selbst innerlich zu reinigen. Er hätte zu einem absoluten Monster werden können. Hasserfüllt, all das. Er war es über Jahre. Und dann hat er es umgedreht. Und was er sagte war... Nun, da ich draußen bin, wache ich auf. Er hatte eine Partnerin. Und ich schaue sie an und fühle einfach, 95% aller Probleme sind gelöst. Weil er den Unterschied kennt. Also sollten wir so aufwachen. Yay, Baby, ein neuer Tag. Juhu. Jeden Tag. Aber wir tun es nicht. Und Depression ist ich, mir, meins, denke ich. Wenn du zu sehr auf dich selbst fokussiert bist, ist das eine Abwärtsspirale. Es ist ein Ich-Mir-Minenfeld. Leute sagen, oh, es ist so schlimm, es tut mir so leid. Es ist körperlich, es ist eine Krankheit. Wo hat es begonnen? Ich kann es dir fast garantieren. Ich bin zwar kein Experte, aber ich sage dir, ich höre mir sehr viel Gejammer an. Und es beginnt beim Opfer. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer, die Welt ist gemein. Und dann beginnst du, in diesen Strudel zu geraten. Warum ich? Warum ich? Warum ich? Mehr und mehr. Und dann fängst du an, Pillen einzuwerfen und so weiter. Der Weg dort raus, anstelle von ich, wir. Was kann ich für uns tun? Was kann ich tun, um dir zu helfen? Als erstes fang damit an, aus dem Bett zu kommen. Tritt dir in den Hintern. Geh raus, dusch dich und dann schau, wie komme ich aus dem Kopf raus? Die Depression ist hier drin. Es ist nichts, was man anfassen kann. Noch einmal. Das Schlachtfeld ist hier drin. Und der Weg raus ist es, anderen zu helfen. Es gibt so viele Leute, die Hilfe brauchen.
Und es ist wunderbar. Wo du auch hinschaust, gibt es jemanden, dem man helfen kann. Zufällige Taten der Güte sind wunderbar, wo du nichts erwartest. Denn es ermächtigt denjenigen, der es tut. Und wenn du es ohne Ego tust, ermächtigt es die Person, die es empfängt. Und jeder, der es sieht, wird wow sagen. Ich liebe zufällige Taten der Güte. Andere sagen, im Vorbeifahren schießen. Ich sage, im Vorbeifahren umarmen. Güte im Vorbeifahren. Wenn du an die Mautstelle kommst, dann bezahle für den, der hinter dir fährt. Jemanden, den du nie kennen wirst. Einfach so. Zahl für jemand anderen. Es geht raus. Zahl einen Kaffee, wenn jemand deprimiert aussieht. Geh einfach zum Kellner. Sag es ihnen nicht. Denn das ist ein Geschäft. Und ich? Gut, tu es einfach. Der Mensch dort drüben, ein Stück Pizza extra oder was auch immer. Ich sage dir, es kann manchmal Leben retten, diese kleinen Dinge. Das ist wahr. Ich liebe es. Güte ist cool, meine ich. Nein, es ist schwächlich. Ist es nicht. Schau dir Jesus an. Er war gütig. Er war ein Rebell. Sie haben ihn zerstückelt, nein, aber sie haben ihn angenagelt. Sie haben ihn umgebracht. Er war immer noch gütig. Denn sie fürchten Güte. Güte ist cool. Das wird ein nettes T-Shirt geben, gell? Weißt du, was Kim, meine Liebste, neulich gesagt hat? Sie sagte, when shit hits the fan. Sinngemäß, wenn der Dampf am Kacken ist. Veränderung ist möglich, wenn? Wenn du möchtest. Aber du musst dafür arbeiten. Es ist so wie, ich habe Durst. Nun, dort unten ist Wasser. Ich habe immer noch Durst. Nun, da drüben ist eine Schaufel. Aber ich habe Durst. Wenn du es willst, musst du dafür arbeiten. Man muss Körper, Geist und Verstand vereinen, um eine Änderung zu erreichen. Wenn du nur im Verstand bist, passiert nichts. Zumindest glaube ich, dass es auch mit Aktion kombiniert werden muss. Also den Verstand säubern und dann Körper und Verstand ausrichten, damit der Geist eintreten kann. Inspiritus, Inspiration, ist Eingeistung. Ich denke, jedes Mal, wenn wir inspiriert sind, ist das wie ein göttlicher Download. Und dieses Buch, Remind Me, habe ich aus Inspiration herausgeschrieben. Ich schreibe das nicht mir zu. Ich war derjenige, der es nur eingetippt hat. Ja, ich sage dir etwas, was ich noch keinem vorher erzählt habe. Ich war in meiner Denkweise festgefahren. Ich war in einer Schleife. Und ich war gelangweilt, immer dasselbe zu hören. Dasselbe, dasselbe. Und an diesem Punkt hatte ich bereits viel meditiert, viel Selbstsäuberung betrieben. Und ich fühlte, ich bin bereit, aber ich wusste nicht wie. Und dann war da diese junge Frau, die auch in derselben Yoga-Gruppe war und deren Freund Drogenhändler war. Und er sagte, ich kann dir helfen. Und ich sagte, was? Und er hatte dieses Zeug. Es ist ein natürliches Kraut, aber ich kann mich nicht erinnern, was es war. Aber es ist 10-mal so stark wie LSD. Aber ich fühlte in mir, ja, ich brauche einen Schlag auf den Kopf. War das DMT? Nein, es war viel stärker. Stärker? Aha. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ein spanischer Name, wie auch immer. Es dauert nur 10 Sekunden und ist wie in einen Dragster einzusteigen und aufs Gas zu treten. Ich habe es gemacht. Ich war in perfekter Balance. Leute, die es als Partydroge nehmen, fallen auf die Schnauze. Aber ich war in einem guten Space. Ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Ich fühle, es ist gut, dass ich es gemacht habe. Und ich habe mich nicht anders gefühlt danach. Ein paar Tage später fuhr ich auf dem Highway und plötzlich kam mir ein Gedanke. Wow! So etwas habe ich noch nie gedacht. Das war neu für mich. Und dann begann es zu kommen. Ich habe das Auto gewendet. Ich sagte, auf keinen Fall fahre ich jetzt weiter. Ich fahre nach Hause. Ich fuhr nach Hause. Ich sagte zu Kim, bitte sprich mich nicht an für wie lange auch immer. Wenn du möchtest, bring mir etwas zu essen. Aber bitte, ich muss das jetzt machen. Sie kennt mich. Und sie dachte, oh je, jetzt spinnt er wieder. Wie auch immer. Sie hat mich allein gelassen. Ich habe 3-4 Tage getippt und dann hatte ich das ganze Skript beisammen. Und als ich es selbst las, dachte ich, wow, wow.
Ich bin dann also zu Nellalie, meiner spirituellen Lehrerin, gegangen. Sie ist sehr, sehr beschäftigt. Sie reist und arbeitet auf der ganzen Welt. Eine erstaunliche Frau. Und ich fragte, Nellalie, hast du vielleicht 10 Minuten? Ich habe hier etwas, das ich dir zeigen möchte. Ich war sehr unsicher, denn es war wie ein neugeborenes Baby. Und sie sagte, ich habe 10 Minuten, aber mehr nicht. Ich sagte, 10 Minuten, wenn du bitte nur einen Blick reinwirfst. Sie schaute rein und hat eine Stunde darin gelesen. Sie sagte kein Wort. Ich saß nur schwitzend da und wartete, ob sie mich jetzt gleich erschießt. Sie sagte dann, das hier ist göttlich inspiriert. Ich werde den Druck dieses Buches bezahlen. Also hat sie den Druck finanziert und das Vorwort geschrieben. Wo immer das auch herkam, ich habe keine Ahnung, aber ich fühle, dass es ein göttliches Internet gibt. Ich denke, dass uns das heutige Internet diese Dinge leichter verständlich macht. Mit Computern, Festplatten, Prozessoren, das Ganze. Speicherwege. Auch die Körperzellen sind eine zusätzliche Festplatte mit ihrem Zellengedächtnis. Und wir haben Inspiration. Aber man muss das Rechnen beiseite tun, sich ausrichten und dann, boom. Also was immer du auch im Leben erreichen möchtest, mach dir darüber keine Sorgen. Konzentriere dich darauf, den Verstand zu säubern. Bring den Blödsinn dort raus. Das ist nicht leicht. Es ist wie mit Gold. Man muss es auf eine Temperatur bringen, um die Verunreinigungen herauszuholen. In der Yoga-Philosophie nennt man es Tapas. Verbrenne es. Und es brennt. Nicht angenehm. Aber wenn es einmal ausgebrannt ist, kehrt der Frieden ein. Kurze Antworten, nicht wahr? Ich bin sehr gut darin, kurz zu antworten. Freiheit ist? Wunderbar. Sie ist köstlich. Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie. Jeder sollte frei sein. Und ich werde nicht ruhen, bis jeder es ist. Das ist etwas, was ich jedem wünsche. Aber wir müssen uns selbst auch frei machen. Denn viele Menschen versklaven sich selbst. Ich kann es nicht glauben. Gestern habe ich eine Frau aus Berlin getroffen, die immer in West-Berlin gelebt hat und sagte, jetzt nach der Mauer ist es immer noch das Gleiche. Die Mauer ist immer noch da, obwohl sie nicht mehr da ist. Die Leute sind immer noch in denselben Gebieten, mit denselben Freunden und Familie. Alles dasselbe. Und viele wünschten sich wirklich, dass die Mauer wiederkommt. Deshalb, wenn du dich eingepfercht fühlst, ist es, weil du dich einpferchst. Es gibt einen Weg raus. Kennst du den Film mit Pink Floyd, The Wall? Sehr interessant. Nur ein weiterer Stein in der Mauer. Und noch einer. Also wenn du dich selbst eingemauert hast, was im Leben passiert, wenn du dir darüber nicht bewusst bist, gibt es einen Weg raus. Aber es ist harte Arbeit. Das Leben ist? Köstlich, erstaunlich, unglaublich. Und manchmal fühle ich mich, als wäre ich bereit, weiterzuziehen, wo auch immer das sein mag. Ich bin? Wunderbar. Ich bin. Das sind magische Worte. Was immer du auch dort dranhängst, wird deine Welt und deine Erfahrungen formen. Ich bin deprimiert. Ich bin krank. Ich bin wütend. Ich bin was auch immer. Und je mehr du das mit Gefühl belädst, kannst du in ziemlich großen Mist geraten. Deshalb sei bewusst. Hör dir selbst zu. Wenn Leute über sich selbst reden, hör zu. Wenn jemand sagt, ich bin ein Psychopath, oh mein Gott. Weißt du, wenn jemand so etwas sagt, hör zu, was die Menschen sagen und achte darauf, wie du über dich selbst redest. Vielleicht unterbewertest du dich oder putzt dich runter oder schlägst dich selbst. Achte auf die Worte, die du benutzt. Und besonders, ich bin. Das sind die Schlüsselworte zum Erschaffen im Universum. Darum sage ich, ich bin wunderbar. Ich wünschte, ich könnte. Ich wünschte, ich könnte meinen inneren Frieden mit Menschen teilen, die Probleme haben. With people in trouble.
Ich würde niemals jemanden verletzen. Für die Zukunft wünsche ich mir das Paradies. Liebe ist wunderbar. Und die Antwort, die einzige. Darum geht es. Ich muss die Dinge vereinfachen. Ich werde der Worte müde. Ich weiß, ich habe heute viel geredet. Normalerweise bin ich dafür bekannt, sehr ruhig zu sein. Komm schon, du sitzt dort in der Ecke und schweigst. Offensichtlich nicht, wenn du da bist. Aber ich warte und dann... Also, was war die Frage? Liebe ist. Liebe ist es. Liebe ist es. Was immer auch das Problem ist, Liebe ist es. Aber die Macht der Liebe, nicht begehren, lusterfüllt sein, verliebt sein. Verliebtheit ist eine absolute Hormonfalle, die dich in die absolute Hölle führt. Ich weiß das. Ich war mal ein Verliebtheitsjunkie. Oh mein Gott. Die reinste Hölle, wo ich für Jahre verloren war. Bevor ich Kim kennenlernte, war ich 7 Jahre lang allein, weil ich dem hier klar machen musste, denn ich war verkorkst, ohne es zu wissen. Also war es eigentlich das Gegenteil von Liebe. Total. Verliebtheit ist ein gefährlicher Ort. Ich meine, es ist wunderbar, ich liebe es, aber es ist eine Droge. Was passiert, wenn man jemanden trifft? Oh mein Gott, bevor ich dich traf, hatte ich all diese Schränke mit Müll in mir. Und jetzt treffe ich dich und ich kann es nicht fühlen. Es ist unglaublich. Du hast mich gerettet. Du hast mich vollkommen gemacht. Das funktioniert für ungefähr 6 Monate. Nach 6 Monaten fangen diese Türchen sich wieder an zu öffnen. Mein Gott, es fängt wieder an zu riechen. Was geht hier vor? Ich habe dich in mein Leben geholt, um mich gut zu fühlen. Und nun fühle ich mich so. Es ist deine Schuld. Falle. Und dann fängt man das Beschuldigungsspiel an und man ist wieder verloren. Und dann sagt man, ich schmeiße dich raus und finde jemand anderen, um high zu werden. Ja, um das Gleiche wiederzubekommen, nur vielleicht in einer anderen Farbe. Ich wünschte, es gäbe 10 verschiedene Worte für Liebe, Unterteilungen von Liebe. Und Liebe und Verliebtsein zu benutzen, ich glaube, das ist wieder eine Psyop. Irgendwie haben sie uns ausgetrickst, die ganze Sache zu verhunzen. Und nun, wenn du die Gelegenheit hättest, eine Botschaft an alle Menschen auf diesem Planeten zu richten, was wäre diese Botschaft? Es wäre, Liebe ist die Antwort. Wie ich es schon sagte. Und lasst die Angst los und seht euch untereinander als das, was ihr seid. Wenn ihr die Unordnung in eurem Kopf beiseite tut oder die Filter, die euch dazu bringen, Menschen auf eine bestimmte Art zu sehen, sie sind wunderbar. Menschen sind schön. Und es gibt ein paar Psychopathen und ein paar absolute Arschlöcher. Aber diese Arschlöcher mögen glauben, dass ich auch ein Arschloch bin. Wer weiß, wer recht hat. Aber lass die Verurteilung weg. Und wenn du in Liebe und Licht lebst, ist das Leben wundervoll. Es ist wundervoll. Und ich bin jemand, der mal depressiv war. Ich kenne mehr Müll und Scheiße und Inside-Informationen und Black Ops und was du willst. Ich bin umgeben von Attentätern und Funktionären und ich weiß nicht was. Ich sollte ein Experte für Depressionen sein. Sollte ich wirklich? Ich sollte depressiv sein und mich aufhängen. Bin ich nicht? Ich bin's nicht. Vielleicht bist du ein Experte, weil du den Weg dort raus kennst. Ich war ein sehr großer Experte für Depressionen. Ich habe mit einem Schrotgewehr im Mund gesessen. Ich war für viele Jahre am Rand der Depression. Ich bin sicher, ich hätte einen langen Nachruf. Aber die Sache ist, dass es diese Zeiten von Horror oder Schwierigkeiten sind, wo du dich selbst läuterst, sogar stirbst. Ich meine, du kannst dich schon umbringen. Aber ich habe nicht mit der Kanone im Mund gesessen, um mich umzubringen, sondern um eine Entscheidung zu treffen. Ich will leben. Ich will leben. Und wenn du dort mit einer geladenen Waffe sitzt, und das ist der Unterschied, hier zu sein oder nicht hier zu sein, dann ist es, wieder mal,
deutlich vor deinem Gesicht. Also das hat mir auch geholfen. So habe ich die Waffe herausgenommen und zur Seite gelegt. Dann habe ich mir den Kopf rasiert, denn das Haar enthält viele Gifte. Wenn du für lange Zeit in solche Mindsets gehst, und ich hatte sehr viel Angst, als wir in Schweden waren und die Sache mit Olof Palme passierte und meine Freunde ermordet wurden. Ich hatte Besuch zu Hause und deshalb haben wir sehr schnell das Haus verlassen. Zu jener Zeit hatte ich überhaupt keinen Schutz. Heute, wir haben vorhin schon von Schutz gesprochen, ist mein Schutz, dass die Scheinwerfer auf mich gerichtet sind. Denn diese Dunklen haben Angst vor dem Rückschlag und auch davor, Märtyrer zu kreieren. Einen normalen Menschen kann man diskreditieren, zerstören, auslöschen oder was auch immer. Aber ein Märtyrer ist größer als das Leben. Jedes Mal, wenn es einen Militärputsch gibt, wie in Kolumbien, Chile oder Argentinien oder was auch immer, Iran, gibt es diese Leute, die zu Tode gefoltert wurden. Und man sagte, wir sind sie los. Und plötzlich, boom, werden sie so groß. Und sie können sie nicht bekämpfen. Sie können einen Märtyrer nicht bekämpfen. Davor haben sie große Angst. Zum Beispiel David Icke. Warum lebt er noch? Nur weil sie Angst haben. Sie hätten ihn nur allzu gerne zerstört, vor Jahren schon. Und sie beißen sich jetzt auf die Zunge, weil sie es nicht getan haben. Ich bin sicher, sie waren drauf und dran. Und dann, nein, nein, lasst uns warten. Und das war ein Fehler. Zu spät. Zu spät. Also, Liebe ist die Antwort. Ich lebe Liebe und wenn ich morgen sterben sollte, ich meine, ich weiß, dass ich Todesdrohungen kriege. Die Sache mit Todesdrohungen ist übrigens, falls du es nicht weißt, wenn dich jemand umbringen will, bringt er dich um. Wenn du eine Todesdrohung bekommst, ist das Einschüchterung. Also wenn sie es dir sagen, okay. Die Art, wie ich mit Kritik oder Drohungen umgehe, ist, wenn es eine Drohung ist, gehe ich gleich live in die Radiosendung. Gott sei Dank habe ich all diese Dinge. Dann sage ich, seht, ich habe gerade diese Drohung bekommen, von dieser Person so und so. Und das wird passieren. Wenn ich gerade dabei bin, etwas Großes aufzudecken, wo man denkt, oh mein Gott, so wie wir schon einmal zwei Serienmörder entlarvt hatten. Ich habe mich fast eingeschissen. Es war so furchterregend. Ich habe schließlich auch Kinder. Diese Mächte sind so brutal. Aber wenn ich kritisiert werde, was nicht sehr häufig passiert, weil ich auf Recherche baue, Recherche, Recherche, dann lasse ich sie Kim lesen und sage, bitte schau dir das an. Wie schlimm ist es? Dann sagt sie, auf einer Skala von 1 bis 10, ja, eine 7. Und dann weg damit. Ich lese es nicht einmal oder denke darüber nach. Denn das Einzige, was es tun würde, ist, meinen Verstand zu beeinflussen. Es würde meinen Verstand vergiften. Es würde mich in Wut bringen, Irritation, Frustration. Es würde mich diesen Menschen, wer immer das ist, ganz anders sehen lassen. Also tue ich es nicht. Also, kritisiere mich und das war's. Es ist wie Seilziehen. Diese Mächte werfen dir das Seil zu. Nimm es, nimm es. Und wenn du das tust, bist du verloren. Du bist verloren, weil sie Experten der Manipulation sind. Ich würde mich total verlieren. Deshalb nehme ich auch nicht an Debatten teil. Ich bin nicht daran interessiert, zu sitzen und zu argumentieren. Absolut nicht. Wenn jemand daran interessiert ist, was hier drin ist, teile ich es liebend gern. Wenn nicht, kein Problem. Es ist nicht für mich. Ich weiß, was ich weiß. Wenn du interessiert bist, bitteschön. Wenn du nicht interessiert bist, bitteschön. Ja, das macht Sinn. Also bleibst du fokussiert. Ich bleibe fokussiert in Liebe. Ja, Ole, danke vielmals für dieses interessante Interview, für diese Informationen. Ich hoffe, dass sich dieses Interview weit verbreitet, damit viele Menschen sich bewusst darüber werden, was vor sich geht, damit wir das Bewusstsein anheben können. Ich danke dir vielmals für deine Arbeit. Mein absolutes Vergnügen. Und ich hoffe, nun, viele sagen, es sei genug, wenn man einen erreicht. Ich sage absolut nicht. Ich möchte hunderte Millionen erreichen. Und das Wunderbare ist, es bin nicht ich. Warum bewege ich Menschen?
Und das tue ich, tief, in großem Ausmaß. Warum? Weil ich vor jedem Interview oder jeder Präsentation bete. Nellanis Guru, sein Name ist Guru Dell. Ich habe nie etwas von ihm gelernt, aber ich liebe sein Gesicht. Und indirekt ist es Nellani. Ich bitte ihn, ich bitte alle Heiligen, alle Weisen, alle Engel, alle meine Vorfahren, mich dabei zu unterstützen, mein Ego aus dem Weg zu räumen und zu sagen, was immer gebraucht wird, um die Welt auf die nächste Stufe von Schönheit, Verständnis, Harmonie und Mitgefühl zu heben. Alles davon. Wenn ich dann rede, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es resoniert mit den Herzen der Menschen. Sie erkennen etwas. Und das ist es. Es bin nicht ich. Ich bin nur der Vermittler. Und deshalb denke ich auch, bin ich noch am Leben. Weil ich von dort komme und sie mich nicht packen können. Weißt du, es ist wie ein Virus. Es braucht etwas, woran er sich bei den Zellen einhaken kann. Wenn die Zelle rein und vollkommen ist, rutschst du ab. Also fokussiere ich mich, so vollkommen wie möglich zu sein, zu meinem Schutz. Auch mit dem Scheinwerfer auf mich gerichtet, denn ohne Scheinwerferlicht. Ich wurde der am schwersten arbeitende Mann der alternativen Medien genannt. Und das diente größtenteils dazu, am Leben zu bleiben. Nun, ich danke dir für deine Arbeit und deinen Mut. Es ist wirklich mutig, was du tust. Danke vielmals. Danke dir. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich fühle mich sehr geehrt. Dir alles Gute. Danke. Liebe Zuschauer zu Hause, danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch alles Gute. Alles Liebe aus der Schweiz.